Guten Morgen! Ihr seht, dass ihr nicht viel seht, denn es ist noch sehr dunkel. Es ist kurz nach 7 Uhr. Heute ist Montag, der 4. Januar 2016. Es ist der erste Tag des neuen Jahres und ich nehme euch heute mal mit auf einen ganzen Tag. Wie sieht so ein Arbeitstag bei mir aus? Was mache ich so den ganzen Tag? Und wie gesagt, kurz nach 7, erste Station. Ich habe meine Kinder jetzt gerade in die Schule gefahren, fahre jetzt ins Büro. Naja, und da halt Winter ist, ist es noch ziemlich dunkel, aber ich habe gute Hoffnung, dass es heute im Laufe des Tages besser wird. Und wie es wird, das seht ihr jetzt in diesem Vlog. Ich bin also der Erste im Büro. Ich muss ja gar nicht leise reden. Ne? Also der Erste im Büro. Es ist jetzt, lass mich kurz schauen, genau um 7:30. Und das ist schön, wenn man der Erste im Büro ist. Da ist nämlich alles hier noch total leer. Ne? Noch keiner da, keiner arbeitet. Das geht also jetzt gleich los. Nach und nach werden jetzt alle kommen. Und ich habe schon was entdeckt. Wir haben ein Haustier, ein neues. Und zwar schaut euch das mal an hier. Und zwar haben wir jetzt einen neuen Hund. Toll, oder? So, und das ist ja hier der Platz, wo wir immer unsere morgendliche Besprechung machen. Und meine liebe Frau hat übers Wochenende, die war extra schon mal da, hat die Heizung ein bisschen aufgedreht und auch ein bisschen was hergelegt, nämlich hier eine ziemlich coole Karte. Schaut euch die mal an. Erster Lichtblick ins neue Jahr. Meine Nick halt. So, jetzt bin ich also hier an meinem Schreibtisch und ich habe mir jetzt vorgenommen, die ersten 15 Minuten jeden Tag will ich was lesen. Also das heißt, ich komme früh ins Büro, mache mir einen Tee und als nächstes will ich jetzt immer was lesen. Das erste Buch, mit dem ich dieses Jahr anfange, ist Zero to One von Peter Thiel. Der nennt sich ja jetzt wie ein Amerikaner. Peter Thiel ist aber ein Deutscher, aber war zum Beispiel einer der ersten großen Investoren in Facebook. Soll ein ziemlich gutes Buch sein und das mache ich jetzt 10 Minuten, Viertelstunde lese ich da jetzt ein bisschen drin. Das heißt, ich habe das Glück, relativ schnell lesen zu können. Also ich werde relativ schnell durch sein und in der Zwischenzeit lasse ich mal hier meine Software hochfahren und meinen Computer ein bisschen updaten und ja, dann schaue ich mal, wie es weitergeht. Jetzt ist es um 8, meine Buchlesung ist beendet, die ersten Mitarbeiter und Kollegen sind auch eingetroffen. Ich habe meinen Schreibtisch hochgefahren, also ihr seht, ich habe so einen tollen Schreibtisch, den man hochfahren kann. Und was mache ich jetzt? Als erstes mache ich jetzt natürlich meine Morgenroutine. Das heißt, das Übliche, ich schaue mir an, was haben die Märkte gemacht. Ich habe das natürlich jetzt in der Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr sowieso schon zu Hause gemacht, aber jetzt hier nochmal alles auch ein bisschen in schriftlicher Form. Das heißt, ich informiere mich jetzt erstmal, wie sind denn die Märkte so gelaufen, was hat sich bei den Volatilitäten getan. Und das wird jetzt ungefähr so, naja, weil heute Montag ist und weil es ein bisschen länger dauert, immer nach so einer langen Zeit vielleicht mal so 30 Minuten dauern. Und dann haben wir um 8:30 dann auch schon unsere erste Besprechung, unsere Wochenstartbesprechung, die ist immer am Montag 8.30 Uhr und das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. So, und jetzt sitze ich in der Küche, denn heute ist ein neuer Kollege da. So, der Jan ist auch mit da. Und der Bojan, wer den vielleicht kennt, Prominenz. Nein, der Bojan war nämlich dabei in diesem Film Daytrader Teil 3. Und der Bojan fängt heute bei uns an. Hier, also man sieht, man kann es auch von NTV zu was Gescheiten bringen, nämlich zu uns. Und war das überhaupt NTV oder N24? NTV, glaube ich. NTV. NTV. Oder was? Nee, N4.
ich weiß auch nicht mehr. Naja, irgendwo halt, ne? YouTube, also auf YouTube findet man es auf jeden Fall auch. Und wir machen jetzt mal so die erste Besprechung und die machen wir in der Küche. Und danach geht es dann in unseren Handelsraum rüber. So, und dann fangen wir mal an. Ein neuer Arbeitsplatz. Hier ist er. Das geheime Passwort dürfen wir natürlich jetzt nicht zeigen. Hier. Deswegen macht's mal schnell. Okay, und du. Alles geht an. So. Super. Okay, na dann. Viel Spaß. Leg los. Okay. Okay. Ja. Dann soll ich dir einfach mal die Mail von den beiden rüberschicken? Ja. So, und jetzt ist es kurz vor 15 Uhr. Also das heißt, in ungefähr 35 Minuten macht der Markt auf. Das heißt, ich fange mal so langsam an, hier mich ein bisschen auf die US-Session vorzubereiten. Rechner, also die Trader Workstations hochfahren hier überall. Wir haben jetzt heute im europäischen Markt noch nichts gehandelt, sondern haben uns erstmal nur die Märkte so ein bisschen angeschaut. Das ist der erste Tag im Jahr, da will man es noch nicht übertreiben. Und ja, es sieht ja heute so aus, es geht ja heute ordentlich nach unten. Also der in China heute früh die Aktien gleich mal vom Handel ausgesetzt, weil es glaube ich 7% nach unten ging. Der DAX 450 Punkte im Minus, also es geht gleich wieder ordentlich los. Ja, da schauen wir mal, was wir dann heute noch alles so werden hier machen können. So, also der Markt hat jetzt mittlerweile eröffnet und ja, geht ganz schön in die, wie heißt es so schön, er geht ganz schön in die Grütze. Also die Märkte sind ganz schön runtergegangen und wir können mal aktuell schauen. Ich habe hier jetzt gerade ich schaue gerade auf Dow, weil alle so wie die Märkte momentan gerade ausschauen. Und ja gut, also S&P, alles im Minus und naja, so das Übliche halt, ne? Und jetzt gucke ich eben gerade mal so ein bisschen nach, was gibt es denn für Möglichkeiten, hier vielleicht heute in der einen oder anderen Weise noch Call-Optionen zu verkaufen. Das ist nicht ganz so einfach, weil Call-Optionen, man findet ja relativ wenige Möglichkeiten, weil man eben relativ wenig Prämie bekommt. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei Calls. Wir haben ja auch ein extra Video darüber gemacht und deswegen tue ich mich ein bisschen schwer, was zu finden. Ansonsten der Talk heute für uns sehr entspannt, weil wir noch kurz vor Ende des alten Jahres hatten wir auf der einen Seite ganz kurzlaufende Puts verkauft, um von einer Jahresendrally zu profitieren. Die sind auch gut gelaufen, die sind wertlos verfallen am 31. Und dann hatten wir jetzt noch zusätzlich Bear Call Spreads, ein bisschen länger laufende, auf den S&P aufgesetzt. Und an so einem Tag wie heute machen die natürlich Spaß, denn die verdienen heute gutes Geld. Und deswegen kann ich dem Ganzen heute wirklich sehr, sehr entspannt zuschauen. Ich scanne mal noch ein bisschen weiter, vielleicht finde ich noch den einen oder anderen Trade. Ansonsten, wo kein Trade oder wo keine Gelegenheit, dann mache ich auch nichts. Also ich trade nicht um des Trades willen, sondern nur, wenn es eine gute Gelegenheit gibt. Schauen wir mal, ob heute noch was kommt. Jetzt ist es 18 Uhr und ja, interessanter Tag heute. Es ging ja also recht ordentlich nach unten und ja, ein paar Sachen habe ich gemacht. Ich habe ein bisschen im VIX gehandelt, ich habe ein bisschen im S&P heute gehandelt, also eher so kurzfristigere Sachen. Ansonsten bei den Optionen nicht viel gemacht, nichts gefunden, wie ich euch heute dann schon gezeigt habe. Und deswegen gibt es auch keinen Grund mehr für mich, hier irgendwie dort zu bleiben. Ich fahre jetzt meine Rechner runter, werde nach Hause fahren und werde dann heute auch nichts mehr machen. Also das war's. Und ihr habt gesehen, so ein Tag bei uns ist eigentlich relativ unspektakulär. Man denkt immer, hierhin muss ich schauen, man denkt immer, dass man an so einem, in so einem Handelsbüro, dass da weiß, was für wilde Dinge abgehen, aber wird halt ganz normal gearbeitet, es werden die Sachen alle gemacht, mit dem neuen Kollegen, mit dem Bojan, haben wir ein bisschen noch ein paar Sachen heute gemacht, mit dem Jan ein paar Besprechungen gemacht, mit dem Team eine Besprechung gemacht, ein paar Sachen gehandelt, aber das ist jetzt nichts Außergewöhnliches, da steht hier niemand Kopf oder macht irgendwelche wilden Dinge, sondern hier wird ganz normal unsere Arbeit gemacht und wenn jetzt was Besonderes wäre, ich meine, heute ist ein Tag, wo es wirklich ordentlich nach unten geht, also wenn ich hier mal schaue, ich kann euch mal kurz nochmal hier mitnehmen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also wenn ihr hier schaut, na,
So, dann seht ihr hier, also gerade das hier oben ist interessant. Also der DAX heute 4,5% im Minus, der SMI 2%, der Nasdaq 2,8%, der S&P 2,3%. Aber da ich keine großartigen Positionen mehr habe, also ich habe einen Bear Call Spread im S&P, ich habe eine erste kleine, eine Mini-Mini-Position im VXX aufgemacht und da ich jetzt nichts habe, wäre alles, was ich jetzt weitermachen würde, nichts anderes als so Chart-Watching. Das heißt, ich würde jetzt das, würde mir einfach das ein bisschen anschauen, aber letztendlich würde das auch nichts ändern. Und aus dem Grunde mache ich Schluss, gehe nach Hause, schau mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aktuell interessant noch, die Put-Call-Ratios nicht sehr hoch. Für so einen Tag, was heute hier los ist, haben wir immer noch sehr, sehr wenig Panik. Und das lässt mich als erstes mal vermuten, dass es weitergeht, weil wenn wir heute so eine richtige Panik bekommen hätten, dann könnte man vielleicht darauf wetten, dass morgen Turnaround Tuesday kommt, aber so sieht es nicht aus. Wenn ihr das Video seht, dann wisst ihr schon, wie es weitergegangen ist. Also ihr könnt ja mal schauen, aktuell jetzt der S&P bei 1987 Punkten. Das war's. Ihr habt gesehen, so geht ein Tag bei mir, bei euch, nein, bei uns. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wenn euch diese Art von Tagebüchern, Videologs gefällt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann können wir auch mal ein bisschen mehr machen davon, auch mal ein paar Sachen ein bisschen detaillierter vorstellen. Und ansonsten, euch alles Gute, viel Erfolg. Wir sehen uns. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.